In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich fühle mich heute ein bisschen besser. Sieht man, glaube ich, auch. Ich habe meine Augenbrauen gezupft, habe mich geschminkt, habe meine hier Seiten eingecremt, weil die voll trocken waren. Ja, Audrey ist kurz beim Friseur. Ich bin jetzt fertig. Ich muss nur noch Ninas Schuhe anziehen und hier ein bisschen aufräumen. Danach wollten wir eventuell eine neue Couchtisch kaufen gehen oder ein neues Bett. Wir schauen mal. Ich will jetzt nicht beides zusammen kaufen. Also ich will nicht auf einmal zu viel Geld ausgeben. Ja. Auf jeden Fall haben wir heute den 29. Meine Mama hat morgen Geburtstag. Und am Samstag fahren wir in die Stadt. Ich wollte für Mama zwei Koffer kaufen. Ein mittleres und ein großes, so wie unsere. Die sind nämlich am besten, die vier Räder haben und schwenkbar sind. Ja, ansonsten haben wir heute eigentlich nichts vor. Wir wollten ein paar Sachen kaufen, damit wir die Tage überbrücken können hier. Und ja, Lina ist auch schon bereit. Sie guckt momentan Feuerwehrmann Sam. Ich weiß nicht, wann wo die Liebe kommt, aber sie steht momentan voll auf Tatütata. Ist voll auf dem Tatütata-Trip. Wir haben gerade Zähne geputzt. Wie sind eure Kinder? Haben die es schwer mit dem Zähneputzen? Also Lina ist so, ich weiß auch nicht, also sie hat manchmal so Momente, also jeden Tag ist das so, da kommt sie zu mir und macht so. Also, ich will Zähne putzen. Ich merke gerade, meine Lippen sind voll trocken. Und ich hoffe, ich habe meine Augenbrauen gerade gezupft. Lina läuft übrigens momentan voll mit diesen Hausschuhen rum von meiner Mama. Ich muss sie mal verstecken. Aber sie kann das echt gut. Also, ja. Und sonst geht es mir eigentlich besser ein bisschen. Mir ist immer noch ein bisschen übel. Heute Morgen habe ich gefrühstückt und hatte das Gefühl, ich muss direkt alles wieder auskotzen. Dann habe ich mich ein bisschen zur Audit gelegt und danach war auch alles wieder gut. Und ich bin so fertig. Ja, wir warten jetzt auf Audit und dann melden wir uns bestimmt von draußen, wenn wir draußen sind. Ja, so machen wir das. Weil hier habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Außer ich müsste noch ein Video bearbeiten, aber mit Lina ist es ein bisschen schwer. Übrigens ist Lina gestern wieder ohne mich eingeschlafen. Also, was heißt ohne mich? Ich lag neben ihr und habe ihr drei Geschichten aus dem Geschichtsbuch vorgelesen. Aber am Ende ist sie selber eingeschlafen, um 22 Uhr genau. Und das ist super. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Sie hatte zwar keinen Mittagsschlaf, ist nur im Auto eingeschlafen. Aber ich glaube, dasselbe werden wir heute auch haben, dass sie im Auto einschläft mittags. Und am Abend dann wieder neben mir. Ja. Das ist schon mal gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Ne, Schatzi? Weil immer, wenn sie Langeweile hat, hat sie mir Misch gesagt. Wollte einfach kuscheln und neben mir liegen und nuckeln. So, aber jetzt reicht's und bis gleich. Ja. Wir gehen jetzt schon mal spazieren. Oh, langsam, Schatz. Und Alder kommt dann nach und dann fahren wir weiter. Ja. Ich muss jetzt die Tür wieder abschließen. Ich habe die Waschmaschine angemacht. Ich hoffe, es passiert nichts. Wir sind jetzt kurz wieder hochgekommen. Ich wollte mich kurz umziehen. Mir ist total warm geworden draußen. Also die Jacke plus dieses dicke Oberteil war viel zu warm. Was machst du? Ja. Lina macht gerade ihre Puppe sauber. Also wechselt die Pampers. Weil wir Iris gerade gewechselt haben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Eigentlich möchte ich diese neue Jacke anziehen, die ich bei H&M gekauft hatte. Aber ich weiß nicht, ob es zu kalt wird. Ich weiß nicht, was ich da drunter anziehen könnte. Ja. Bye.
Leute, schaut mal, was wir für Lina gekauft haben. Diese Knister, wie heißt das, Schatz? Knistergum, also so ein Kaugummi mit zum Knistern. Kennt ihr bestimmt aus eurer Kindheit. Wir dachten, Lina bekommt Angst, aber die gibt sich die ganze Packung. Ja, jetzt hast du das alles aufgegessen, ne? Schmeckt's lecker? Lina? Lecker? Hallo? Lecker? Die reagiert gar nicht mehr. War voll warm, ne? Übrigens haben wir keinen Tisch gekauft, weil uns keins gefallen hat. Wir gucken mal die nächsten Tage. So, ich zeige euch mal auch das Rezept. Also, da sind jetzt die Nudeln drin. Dann haben wir hier Eisbergsalat, Erbsen, Mais, Kidneybohnen, geschnetzeltes, das muss man halt damit zusammen machen. Tomaten, die habe ich jetzt schon gewaschen. Dann brauchen wir natürlich hier Schlagsahne für die Soße. Was haben wir hier noch? Eine Paprika und Champignons. Das war's, ne? Ja. Eigentlich müsst ihr nur alles klein schnibbeln in den Teller. Das müsst ihr getrennt kochen und Champignons und die Hähnchen macht ihr dann immer zusammen. Lina reizt übrigens da. Schaut mal, wie die aussieht. Was machst du da, Lina? Dicke, 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 dicke. Und du meinst noch, eine Soße kommt da rein? Was denn? Diese Dingens? Hier? Das? Nein. Ach so. Ich meine das für Salat und so. Ich bin mal gespannt, ob Lina mit uns isst. Ich glaube, die hat so viel gegessen. Ja, die hat die halbe Dose Mais gegessen. Was noch? Die Hälfte vom Tiramisu. Das war's. Ein Ei. Und ein Ei. Das war's auch. Die haben dich vor lange nicht mehr gesehen, ne? In den Videos. Habe ich mir auch letztens gedacht. Die gehen besser so. Warum besser so? Hä? Sollen die dich vermissen oder was? Ja, oder? Aha. Ah, ja, Allah! Die sind im Fuß stecken geblieben. Oh, langsam! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, lecker. Was, Eier? Das ist kein. Ach so. Sie denkt, das ist Eiran, Schatz. Voila. Diese Schlagsahne. Das ist kein Eiran. Das ist Schlagsahne. Sie ist müde. Ja. Schlafen wir gleich so in 2 Stunden? Ja. So sieht das jetzt aus. Und jetzt werden die Hähnchen gemacht. So, wir haben jetzt doch nicht diese Soße gemacht, weil das war doch nicht die Soße, das war so ein Dressing. Ich war jetzt kurz bei der Tankstelle und habe diese Dressings gekauft. Aber da hat das Hähnchen und die Champignons und Paprika getrennt angebraten. So. Oh Mann. Das sieht auf jeden Fall lecker so aus. Das macht jetzt. Ne? Hm. Dafür draußen muss man 10, 12 Euro zahlen. Hier zu Hause hat nicht mal 5 Euro gekostet. Deswegen ist ja auch. Also nur dieser Dressing kostet 69 Cent und das reicht für 2 Personen. Was denn? Das hier. So, wir lassen uns das jetzt schmecken. Was? Ihr Lieben, ich mache gerade für Lina die Badewanne voll.
Und danach geht sie, glaube ich, auch schlafen. Aber das ist jetzt kurz unten. Den Müll wegschmeißen. Wir haben total viele Kartons und so gehabt. Ja, wir drehen übrigens gleich mit Audel ein Verkündungsvideo. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt schon gesehen habt, wenn ihr das Video jetzt schaut. Aber ich denke schon mal, ich wollte es am Sonntag hochladen. Ja, eine sehr schöne Nachricht. Genau. Und sonst? Lina? Nicht alles reinschmeißen, Schatz. Hallo? War doch nicht das, nein! Was ist dann? Sie wollte ihre Sandsachen reinschmeißen. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das Video schon hochgeladen ist, deswegen kann ich euch noch nichts sagen. Aber ich denke schon. Ja, auf jeden Fall bereite ich jetzt Ninas Klamotten vor. Ihr Schrank ist jetzt auch wieder gefüllt mit Pampers. Genau. Ja. Meine Mutter wollte, dass Furkan heute hier bei uns schläft, aber ich habe das erste Mal Nein gesagt, weil Audel heute frei hat und wir wollen ein bisschen zu zweit sein. Oh ja. Genau. Ich habe gesagt, also sie meinte, ich soll morgen zu ihr und bei ihr schlafen. Ich weiß nicht, warum. Ich denke mal, sie will mit mir reden, weil sie sagt nie, komm und schlaf bei mir. Ich bin eigentlich immer diejenige, die sagt, Mama, ich bin dann mal nächste Woche Samstag bei euch und schlaf bei euch. Übrigens, Audels Teller ist komplett leer geworden und meins auch fast. Und Leute, ich esse seit Ninas Geburt keinen Salat mehr. Das heißt, das hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Aber ich hatte auch heute voll Bock drauf. Also nicht heute, sondern seit Tagen voll Lust drauf. Mein Bauch ist so voll, ich kann mir auch nichts mehr gönnen. Und sobald ich zu viel esse, habe ich dieses... Ich muss das wieder... Wisst ihr, was ich meine? Ja, ach, wir haben schon 19.30 Uhr. Das heißt, Lina müsste so in einer halben Stunde, in einer Stunde schlafen. Ich lasse sie jetzt aber ein bisschen spielen. Ich lasse sie aber jetzt spielen. Oh, der war gerade unten. Und ja, ich würde sagen, dann bis gleich. So. Hi, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, ob der Vlog jetzt weitergeht oder ob es... jetzt der nächste Tag ist, aber ich glaube, der Vlog geht weiter. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, wie man sieht. Ich war auch kurz baden. Und jetzt ist auch der kurz baden gegangen. Der hat Rückenschmerzen, der meinte, der legt sich etwas ins Wasser. Lina war ja gestern baden und Lina ist gestern wieder ohne Schnuckeln eingeschlafen. Das ist ja schon der dritte Tag und das läuft ganz gut. Ich meinte heute schon zu Audit, kann gleich im Sommer mit meinen Freunden rausgehen. Am Abend. Und du kannst dann auf Lina aufpassen, ja? Ja. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier unser Bett, weil die Audel ist gerade erst aufgewacht. Ja. Und dann essen wir kurz was. Meine Mutter hat heute Geburtstag, dann fahren wir dahin. Ich habe hier nichts gekauft. Ich werde einen Blumenstrauß kaufen. Das reicht auch. Und morgen gehen wir ja in die Stadt. Und dann kann sie sich da zwei Koffer aussuchen. Habe ich euch ja erzählt, ne? Genau. Also, ich würde sagen, bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Weg und Audel hat gerade angerufen. Weißt du, was Audel passiert ist? Der hat getankt für 15 Euro und da stand nicht, wie viel Liter. Dann ist er reingegangen, hat der gesagt, ich kann nicht sehen, wie viel Liter ich getankt habe. Dann hätten die gesagt, das ist kaputt, Bruder, du hast jetzt 15 Euro umsonst getankt. Krass, ne? Hätte der nichts gesagt, hätte der Volltank gemacht umsonst. Naja, danach hat er 15 Euro normal getankt. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall ins Kino und dann weiß ich gar nicht, was wir heute Abend machen. Was machen wir heute Abend? Gucken wir noch einen Film? Boah, Hakan, wenn Bülent Ceylans Film schlecht ist, ne? Zahlst du mein Kinogeld. Wir holen auf jeden Fall Nachos. Was noch? Nee, ihr habt doch jetzt Getränke geschmuggelt. Ja. Ja, wir holen jetzt auf jeden Fall Nachos und Popcorn. Boah, ich habe so lange keine Nachos mehr gegessen. Ich war auch so lange nicht mehr im Kino. Ich glaube, seit das letzte Mal vor Linas Geburt. 2-3 Wochen vorher, glaube ich. Ja. Da sind wir dabei. Audel meinte noch letzte Woche zu mir, Schatz, wir waren voll lange nicht mehr im Kino. Und jetzt gehe ich hier mit den Jungs, aber nicht mit Audel.
Dieses Haus ist immer mal schön, ne? Ich wollte schon immer hier wohnen. Wo wohnt ihr? Hier? Ja, der Rastgeber. Und sonst, was gibt's noch? Voll scheiße, wir haben jetzt voll das lange Wochenende. Morgen fahren wir in die Stadt mit meiner Mama und dann kaufen wir ihr Koffer. Und danach wollten wir noch ein bisschen spazieren. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts. Sonst gibt es nichts zu erzählen. Ja, bevor es jetzt langweilig wird und mein Arm abfällt, würde ich sagen, bis gleich. So, wir sind jetzt im Kino. Also wir gucken jetzt doch Dingens hier in der Blackbox. Verpiss dich, Schneewittchen. Richtig assi, ne? Naja. Ist hier die Blackbox? Nee, ich glaube eins oben, Hakam. Da, ja, zweite. So. Warum haben wir das denn nicht draufgeschrieben? Und wir sitzen ganz vorne. Richtig scheiße. Mensch. Und die Werbung geht wohl 12 Minuten, 18 Minuten. Hakan hat nichts bezahlt. So ihr Lieben, wir sind mittlerweile zu Hause. Wir waren in der Stadt, haben für meine Mama einen kleinen Koffer gekauft und 4 Vorratsdosen. Hat sie sich bei TK Maxx ausgesucht. Ja, ansonsten haben wir nichts gekauft. Ich habe auch nichts gefunden. Es gab bei Gina Tricot sehr schöne Sachen. Auch Kleider, aber die sahen nicht so schön aus angezogen. Deswegen habe ich auch nichts mitgenommen. Wir waren auch nicht lange da, ehrlich gesagt. Ja, und meine Mutter ist heute zu meiner Tante gefahren, deswegen sind wir auch jetzt nach Hause gekommen. Ja, Lina, ich habe für Lina eine Suppe gemacht und wir haben noch türkische Pizza von gestern. Ja, sie soll jetzt erstmal die Suppe essen und wenn sie gleich noch Hunger hat, dann wärme ich die türkische Pizza auf. Sie hat heute Durchfall. Und ja, ich muss übrigens die Küche sauber machen. Badezimmer mache ich auch jetzt gleich, sobald sie gegessen hat. Ich passe jetzt auf, dass sie nichts auf den Boden schüttelt. Sie sitzt jetzt auf ihrem Stuhl und isst. Und tut ein Brötchen rein und guckt Feuerwehrmann Sam. Sie steht momentan voll auf Feuerwehrzeuge und Feuerwehrzeuge. Ah, Rettungswagen. Hubschrauber, Flugzeuge, Polizeiautos auf dieses Tatütata und so. Ja, deswegen guckt sie das jetzt, solange sie isst. Und danach kann sie mir helfen beim Putzen. Sie mag das hier voll. Ich gebe ihr dann immer so einen Lappen und danach tut die einen auf. Ich putze die Schränke und so. Ja. Morgen gehen wir übrigens auf die Kirmes, habe ich euch ja gesagt, ne? Der Kinofilm war total scheiße. Richtig scheiße. Nie wieder, ey. Willem Jadon kann einfach nicht schauspielern. Ich habe diesen Typen noch nie gemocht. Aber weil Hakan unbedingt hin wollte. Ich habe einfach 12 Euro in den Müll geschmissen. Einfach weg. Naja, für die Nachos hat es sich gelohnt. Ja, das war's auch. Ja, der ist... Opala! Das Auto ist umgefallen, ne? I just wanna hold you. I just wanna look into